Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Sammy schleicht hier schon seit einiger Zeit immer wieder in mein Zimmer und möchte unbedingt, dass ich mitkomme und mit ihm dieses Video drehe. Der Grund dafür befindet sich in dieser Kiste. Immer wenn ich ein Video gedreht habe ohne ihn, war er auch sehr, sehr traurig und hat sich vor die Tür gesetzt und war wirklich, wirklich empört darüber, dass er nicht mit rein durfte. Und zwar möchten wir euch heute gerne die Zoo Royal Schatzkiste Danke zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eine Box für Katzen bestellt, eine Box für Hunde und es wird auch eine Box für Katzen und eine Box für Hunde in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Aber wir müssen jetzt so langsam mal diese Box aufmachen. Sonst fährt der kleine Mann hier vollkommen außer Haut und das wollen wir ja nicht. Ne, Sammy? Nein, das wollen wir nicht. Das wurde unter dem Motto Hashtag zusammen als Special Box von Zoo Royal rausgebracht. Die haben ja immer diese Zoo Royal Boxen, genau. Die Schatzkisten, genau, Mensch. Und Entschuldigung, Sammy. Genau, und das ist jetzt halt einfach nur aufgrund der aktuellen Situation eine Special Box, die herausgebracht wurde. So, und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und Sammy kann es kaum glauben. Auf der Suche nach der goldenen Schatzkiste finde eine von 8 goldenen Karten in unseren neuen Schatzkisten. Auf der goldenen Karte befindet sich ein Zoo Royal Online-Gutschein im Wert von 100 Euro. Löse diesen Code ganz einfach auf zooroyal.com ein. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich den hier irgendwo finde. Wir verlosen 10-mal die nächste Schatzkiste, wenn du das entsprechend postest. Und jetzt schauen wir mal rein. So, wir haben hier ein Kärtchen bzw. ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind die ganzen Produkte aufgeführt. Und wir schauen mal rein. Also es lohnt sich erfahrungsgemäß immer ziemlich, diese Schatzkisten, weil da einfach Produkte drin sind von einem höheren Warenwert als das, was quasi dafür bezahlt wurde. Und ja, auch mal einfach ganz neuartige Sachen. Da haben wir einmal Chewies Trainingshappen, Monoprotein-Ente, das ist zuckerfrei, getreidefrei und das ist diese Dose mit 300 Gramm. Und ich muss wirklich sagen, das ist ganz schön groß, ne Sammy? Kann es sein, dass du was davon haben möchtest? Ein bisschen. Okay, oben. Kann das eigentlich, dass ich schon wieder keine Schere hier mit runtergenommen habe? Also, hier sind kleine Bömmelskes drin. Die sind aber schnell auf, ne? Das riecht irgendwie so ein bisschen sirupartig. Scheint aber gut zu schmecken. Willst du mehr? Wow, da ist einer runtergefallen. Da. Okay, das ist echt ein Tropfen auf dem heißen Stein für Sammy. Wir gucken mal, ob wir irgendwas Größeres finden. So, da haben wir von Rinti Chico knackige Schinkenstreifen. Das ist, glaube ich, schon mehr nach seinem Geschmack. Also das hatte er, glaube ich, auch so in der Art schon das öftere Mal. Ja, mit 100% Schinken. Weniger Fett und ohne Zucker, Sammy. Hm? Ist das gut? Riecht es gut? Oh, das riecht wirklich gut. Muss ich wirklich sagen? Nom, 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 nom. Einfach mal Danke sagen. Hier haben wir einen Magneten, glaube ich. Nee, das ist einfach nur ein Kärtchen. Saatpapier von der Karte lösen, anfeuchten und in einem Gefäß leicht mit Erde bedecken. An einen hellen Ort stellen und regelmäßig gießen. Bei guter Pflege wachsen schon bald prächtige Wildblumen. Dein Dankeschön. Ach, guck mal, das ist süß, ne? Kann man dann das draußen pflanzen. Wir haben draußen so ein Wildblumenbeet, da kommt das einfach mal mit rein. Das finde ich klasse. Ja, du kriegst natürlich noch einen davon, Sammy. Was wäre ich nun für ein furchtbares, furchtbares Frauchen? Als nächstes haben wir hier ein Spielzeug und zwar eine Wassermelone. Ich raste aus. Ja, süß. Die quietscht garantiert auch, oder? Nee, die quietscht nicht. Sammy, die quietscht nicht.
Interessant. Carly Play. Ja, eine Wassermelone. Das ist ja spektakulär hier. Ja, das kann man nehmen zum Reinbeißen. Ich dachte erst, das wäre irgendwie noch in so einer Folie drin oder so, aber nö. Nö. Hier steht drauf, dass es per Handwäsche gewaschen werden kann. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn Sammy das in die Fänge bekommt, dann ist es sehr, sehr schnell weg. Ich habe immer noch keine Serie, Sammy. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Au! Oh, mein Nagel. Warte. Ich muss erst mal gucken, dass da nicht irgendwelche Plastikteile an dich dran gelangen können, Maus. Habe ich hier Plastik irgendwo? Da sind die. Okay, die sind abgegangen. Na, sieh. Geh mal hier hin. Da, komm, komm. Dahin. Willst du das haben? Nein. Ich will das nicht haben. Okay, das ist ja auch ein bisschen hubbelig verarbeitet. Keine Ahnung, aber damit kann man auf jeden Fall werfen und spielen. Vielleicht kann man es auch nass machen, dann macht das noch mehr Spaß. Er ist jetzt aber auf jeden Fall sehr scharf auf das Futter. Und deswegen kriegt er auch das Futter. So, als nächstes haben wir hier etwas mit drin. Und zwar von Kuko. Kuko, Lanky Small. Okay, das ist etwas zum... Oh, es quietscht und man kann es werfen. Okay, ja, das ist ganz hübsch. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Da kann er auf jeden Fall auch was mit anfangen. Ne? Das wird er wahrscheinlich auch recht schnell zerfetzt bekommen, weil das hier sehr, sehr lose ist. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie fest verwollt oder so, fest gewebt. Das ist sehr, sehr lose. Da drin ist ein Quietschi. Also ich gebe dem Ding 2 Stunden, wenn es hochkommt. Na gut, aber das wäre auf jeden Fall etwas, wo er seine Freude dran haben könnte. Aber ich habe hier, Sammy, ich hole mal eben eine Schere, wenn es dir recht ist. Warte. Hast du fein gewartet? Hm? Danke. Schöner, artiger Hund. Das muss man wirklich sagen. Zack. Ja, ich will nur mal angucken, Sammy. Dann kriegst du es auch. Lass mal gucken, wir uns das noch an. Ja, das ist halt, ne? So ein Quietschi-Spieli. Yay! Hauptsache, du hast es erstmal, ne? Genau. Da ist er dann jetzt erstmal mit beschäftigt. Das finde ich ganz schön. Als nächstes haben wir hier... okay, okay. Das ist ein guter Tausch. Fleischleckerli für Hunde fährt voll drauf ab. Okay, Possum vor... Nee, Possum Food for Dogs, Tails and Tails. Okay, das ist mit Pferd. Weil Pferd voll drauf ab, ne? Hm. Ja, warte. Wie kriegt man das denn am besten auf, Sammy? Wie kriegt man das denn? Weißt du das? Ich sehe das nämlich nicht. Normalerweise hast du ja immer so eine Einreißschlaufe, ne? Das ist hier vielleicht. Ja, guck mal. Gut herausgefunden. So, und jetzt machen wir das hier auf. Und das sind recht harte Leckerchen, aber auch sehr, sehr kleine. Ich weiß nicht, ob man das so weit sieht, aber ja. Ist gut. Es riecht aber ganz, ganz angenehm, tatsächlich. Scheint auch zu schmecken. Ja, da beschwert Sammy sich nicht, ne? Gut, das nächste, was wir hier haben, hatten wir schon mal. Das ist von Animonda Meat Chunks und zwar Lampur. Das sind einfach etwas weichere Leckerlis. Sammy. Die sind aber klein, ne? Da steht small drauf und du bist ein großer Misterbau. Oh, die fühlen sich echt schön weich an. Mm, da ist noch was dran. Jetzt ist es an deiner Nase. So. Okay, das sind halt einfach so Würfel. Das ist nichts Spektakuläres. Einfach nur so, ich denke, Formfleisch nennt man das dann, ne? Meine Nase juckt, Sammy. Interessiert dich das? Nee. Es ist ja auch nicht mein Video, sondern dein Video. So, dann haben wir hier von Zoo Plus, Zoo Royal, Entschuldigung, von der Eigenmarke, Entenbrust getrocknet. Ja, also... Sammy reist hier einfach mal komplett durch die ganze Tierwelt heute.
Das muss Frauchen aber hier oben abschneiden, ansonsten kriegen wir das dann nicht raus. Dann musst du kurz warten. Zack. Der kann ich auch einreißen. Dann schauen wir mal, ob wir das hier aufkriegen. Nee, ne? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ganz weich. Da hat er auf jeden Fall seine Freude mit. Ne? Das ist schön. Ja, Ente. Nein. Ich hätte auch mal wieder Bock auf Ente süß-sauer beim Chinesen. Das wäre auch mal wieder cool. Boah, da haben wir ganz schön viele Leckerlis drin. Das finde ich cool. Und sonst hast du auch gerne mal in diesen Boxen so, ja, so Hundefutter-Proben von Trockenfutter. Hier haben wir jetzt von Bosch Tiernahrung. Aha. 100% Hühnchenfilet. Das sind diese hier. 80 Gramm sind da drin. Das ist auch ganz schön viel. Ich hab dir meine Nase juckt. Ach, ach, die juckt immer noch. Warum ist die so? Dann muss ich unbedingt meine Nase putzen. So, das sind aber richtig krass dicke Brocken. Und die sind halt auch relativ weich. Riechen auch ganz gut. Es schmeckt alles offensichtlich sehr, sehr lecker. Die hatten wir auch schon mal in der Box mit drin. Und zwar Hundewürstchen aus Hirschfleisch von Okanis. Das sind diese hier. 100 Gramm sind da drin. Das ist schon das vorletzte Produkt, aber es ist nicht schlimm. Wir haben ja gleich noch die Katzenbox, wo wir reingucken werden. Da bin ich auch mal gespannt. Willst du in die Tüte reinspringen? Nein, dann habe ich nämlich auch kein Sammy mehr. Warte. Boah, die riechen aber intensiv, Leute. Puh. So. Oh, lecker. Mmh. Noch ein? Nein, 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 du musst das Kleine nie. Also ich nehme die große, lange Kette, okay? Die hier. Warte. Einen kriegst du mal. Da fährt er ziemlich drauf ab. Das mag er richtig gerne. Okay, Maus, einen haben wir noch. Das gucken wir uns mal an, was sitzt. Sitzt. Sitzt es, wenn der Popo auf dem Boden ist. Danke. Und zwar haben wir hier von Mera Pure Sensitive Snacks Chunky Meat. Und das ist Hühnchen. Pures Huhn. Mahlzeit. Lecker. Mmh. Oh ja. Das ist halt getrocknetes Hühnchenfleisch. Das ist dann etwas krosser, obviously. Ja, so schaut es aus. Doch, da muss ich sagen, die Hundebox hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Du hast zwei Spielzeuge mit drin, ordentlich viele Leckerlis. Da hat der Hund gut was von. Doch, muss ich wirklich sagen, da finde ich auch, dass das eine sehr freundliche Box ist mal wieder. Das Ganze gab es auch nochmal für Katzen. Das ist etwas leichter und soll einen nicht ganz so hohen Warenwert tatsächlich auch drin haben. Ja, Maus, du kriegst gleich noch den Rest vom Schützenfest. Komplett alles, natürlich. Und hier haben wir den Blick in die Box von den Katzen. Da gehe ich jetzt natürlich ein bisschen schneller durch, weil Sammy das jetzt natürlich nicht probieren wird. Er wird jetzt zwischendurch ein bisschen was Leckeres von mir angereicht bekommen, aber das sind halt seine, hierhin, seine Leckerlis aus seiner Box. Aber ja, die Katzenbox wollte ich halt schon noch zeigen. Dankeschön, weil ihr die ja auch in diesem Video gewinnen könnt. Auch hier haben wir drin die Blütensamen. Dann haben wir hier ein, ein Motivkissen-Spielzeug für Katzen. Mit so einer Eistüte drauf. Süß. Dann haben wir hier Cats Fine Food Purely Hühnerherzen. Das ist diese Packung. Dann haben wir hier von Aumüller, danke, das ist so ein Kissen, ein Baldrian-Katzenspielkissen.
Snackcreme Huhn und Jakobsmuschel von Dokas. Kann ich natürlich gar nicht so sagen, weil ich keine Ahnung von Katzen habe. Sanabel Tasty Treats mit Hühnchen und roter Beete. 55 Gramm sind hier enthalten. Dann haben wir hier Paw Pops. Oh, das ist cool. Das ist so Eis. Das kannst du einfrieren. Das gibt es für Hunde und für Katzen. Und das hier ist für Hunde und für Katzen geeignet. Hier sind tatsächlich auch Hunde abgebildet. Dann haben wir hier von Zoo Royal Minkas Naturkost 100% Thunfisch. Das sind Thunfischstreifen. Von Gymcat Everyday Multivitamin Tabs. Das sind diese hier. Mal zwei. Zwei Sachen haben wir noch, und zwar von Mira Country Taste Snacks Tasty Bits mit Rind. Und last but not least ist hier von Animonda Variety Milkies. Das ist Katzensnack, das ist Katzenmilch. Hallo aus dem Schnitt. Ja, es ist tatsächlich so, dass leider die Kamera das Ende nicht aufgenommen hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war voll und dann haben wir nicht mitbekommen, Sammy und ich haben nicht mitbekommen, dass sie nicht weiter aufgenommen hat. Auf jeden Fall wollte ich an dieser Stelle sagen, dass es richtig, richtig cool ist, was in der Box drin ist. Für 9,95 Euro kann man sich überhaupt nicht beschweren, hat mir richtig, richtig gut gefallen und ja, vielen Dank an alle, die uns darauf verlinkt haben, die gesagt haben, Mensch, Claudi, guck dir das an. Wenn du nicht verpassen möchtest, dass solche Boxen halt online kommen, folg mir auf jeden Fall auf Instagram und da poste ich sowas nämlich immer in meiner Story. Dann ist es halt für 24 Stunden in meiner Story drin und du kannst dann reinschauen und ja, genau. Wie gesagt, uns hat die Box gefallen. Sammy hat jetzt schon tatsächlich einiges davon aufgeschnabbeluiert. Was ist das für eine Formulierung? Keine Ahnung. Und ja. Ja, das Quietschi, damit spielt er jetzt aktuell auch ein bisschen rum. Was wollte ich noch sagen? Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!